Willkommen zur zweiten Folge von The Recotoning, der beste Podcast Österreichs. Heute am 16.10.2014. Mein heutiger Gast ist Patrick. Hallo. Und wir reden heute über die zweite Folge von Cotton Ermittelt. Auch genannt der Geburtstag heißt die Folge. Geburtstag, ja. Ja. Und lass uns gleich hinein gehen in das Thema. Gleich als erstes reden wir über die Folge selber. Mhm. Ich fand, dass eines der überleitenden Themen von dem ganzen Ding war eigentlich Cottons Familie. Okay. Oder generell, wie Beziehungen funktionieren. Zumindest, was sich die Leute 1977 gedacht haben. Okay. War das schon die Frage? Ja, das war schon die Frage. Ich wollte eben wissen, wie du dazu stehst, ob du das auch so gesehen hast. Du hast ja, also noch dazu, Patrick, jetzt, du hast keinen Kontakt mit Cotton ever gehabt. Ich habe Cotton wirklich das erste Mal gesehen. Ich habe es zwar vom Namen schon gekannt, aber wirklich das erste Mal und habe halt ziemlich neu erfahren, wie Cotton und die 70er so in Wien als Polizist. Ja, und aber jetzt ausgesehen. Also du meinst als Archetyp des Kommissars. Genau, die damalige Struktur, ja, okay. Getrennte Wahrnehmung hier, Wiener Polizei und die am Land. Die am Land, die Gendarmerie. Ja, genau. Ja, also du hast mir jetzt also sozusagen quasi schon vorweggenommen, wie das quasi deine Meinung. Also ja, nein, ja eben genau zu dieser Folge und ich wollte deinen Standpunkt dazu wissen. Ich weiß, das ist eine Suggestivfrage. Naja, weil ich dir ja schon meine Meinung zuteilgegeben habe. So, liebe Zuhörer, ich schenke nur ein bisschen Wein ein. Also. Was ist das für ein Wein? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es steht Red Dragon drauf. Das ist wahrscheinlich ein Game of Thrones Wein. Okay. Nehme ich mal einen Schluck. Ja, okay, gut. Perfekt. Das ist auf jeden Fall eine wesentlich relaxtere Folge als die erste, wo der Thomas und ich einfach nur durchgepowert sind. Aber egal, bleiben wir dabei. Die erste Szene war ja gleich die in der Kirche. Ja, genau. Das war ja großartig. Ja, die Verfolgungsjagd mit dem... Es eskaliert ziemlich schnell. Er scheint jemanden zu verfolgen, der aus der Kirche geflohen ist. Mhm. Und dann die Stiegenszene, die... Also ich glaube, damals... Ich finde es halt großartig, dass so offensichtlich ist, dass er irgendwie reinschaut und der Typ weiß auch automatisch, dass das ein Polizist ist. Yeah, ja, und schaut zurück und weiß sofort... Dass er flüchten muss. Yeah. Flüchtet durch die Nebentür, so ganz offensichtlich. Ja. Yeah. Eine toll choreografierte Szene auch, wo sie... Stuntleute hat man sich damals anscheinend nicht leisten können. Weil ja. Die Original Schauspieler haben dann die Szene gespielt. Ja. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich bei den Aufnahmen ziemlich auf die Fresse geflogen sind und 2 Wochen lang nicht aufnehmen konnte. Die Stiegen haben nicht danach ausgeschaut, als wären sie gestreut gewesen. Oder gesalzen oder irgendwas. Überhaupt nicht. Nein, die sind mehrmals darauf ausgerutscht. Und sogar, bin mir fast sicher, die wurden präpariert dafür. Dass die Schauspieler stürzen. Ja, genau. Ist aber leider nichts passiert. Ja, und der Cotton... Da wäre schon die Folge vorbei, so Cotton... Cotton stürzt die Stiegen runter, bricht sich das Genick. Bricht sich das Genick, stürzt. Wäre ja ganz... Weißt du, das wäre die Erklärung dafür, dass es dann einen anderen Schauspieler gibt. Er wollte aber nach der ersten Folge... In Wirklichkeit. Und ja, absichtlich wollte er die Stiege runterrennen.
Ich mache da nicht mehr mit und fall da runter. Ja. Find's den Rallye-Priester danach. Ah, oh, so gut. So gut. Cotton hält ein wildfremdes Auto an und reokkupiert den Beifahrersitz mit den Worten, ich bin Polizist. Und dann gibt es eine Verfolgungsjagd mit dem anderen Typen. Und wie sich herausstellt, ist dann der Fahrer, der im Auto sitzt mit dem Cotton, anscheinend ein Rallye-Fahrer, weil er es sagt und sich in der gleichen, im gleichen Moment sich Rallye-Handschuhe anzieht. Oh, und dann geht ihm das Benzin aus und der Cotton sagt... Was hat er gesagt? Das passiert... Warte. Sowas gibt es nur im Film. So, und ja, schaut, ja, ihn, und schaut genau, in die Kamera. Die vierte Wand. Ja, vierte Wand wird durchbrochen in Folge 2. In Folge 2 ist das schon. Das ist verrückt. Vor allem für 1977. Ja? Was steht da? Kommuniziert direkt mit dem... Ja. Zuseher. Ja, und wir haben gleich einen Namen gefunden, ja, für den Rallye Driver. Need for Speed Judge. Also der Fahrer ist ziemlich badass. Kann man nicht sagen. Ja. Ja. Oh, und der Cotton ist wieder eine Diva. Mit dem Kaffee, der zu heiß ist. Oh nein! Der Kaffee ist zu heiß. Furchtbar. Also er spielt wie ein Stück Holz. Okay. Der Schauspieler. Den Cotton. Er intoniert wieder die Wörter falsch. Er legt den falschen Stress auf das falsche Wort im Satz. Ist das nicht aufgefallen? Wie jetzt? Gekum, Schatzi. Na, es ist eh nix. Das war ja nix mit der Freundin. Ah, ja, okay, dann. Stimmt. So dramatisch. Es hat sich nichts nach Drama angehört. Es ist nicht so. Oh nein, sie verlasst mich. Halt. Mehr, also ich habe den Eindruck gehabt, das war mehr noch damals viel gewalttätiger. Oh ja. Viel mehr Drogen im Spiel und Alkohol. Also vor allem Alkohol. Was die da wegsaufen. Ja. Wie gesagt, das haben der Thomas und ich in der letzten Folge. Nicht Drogen. Alkohol. Ich meinte Alkohol, ja. und Zigaretten, so heutzutage, wenn man das im Fernsehen macht. Ja, es wäre doch lustig, wenn wir den Pfarrer Braun haben und er chickt die ganze Serie durch, 3 Packeln pro Folge. Naja. Das Auto ist eine einzige Nebelschwade. Nein, aber sehr sexistisch, ja. Auch. Ja, das ist eben der nächste Punkt. Da ist noch nichts vom Feminismus zu spüren irgendwie. Doch. In Wien. Es ist zu spüren, aber nicht bei den Männern. Nicht bei den Männern. Nicht bei den Absolut Männern. Absolut nicht. Und das ist eben der nächste Punkt, ist eben der Sexismus, Rassismus der Folge. Was auch ein Thema bei der ersten Folge war und bei der zweiten weiterhin ist, okay. Wo sie sogar Witze machen über die erste Folge wegen den Jugos. Okay. Jugoslawen. Damals, ja, halt. Ja. Wie es noch Jugoslawien geheißen hat. Ja. Nein, aber es ist crazy, weil der Cotton nicht zugibt, dass er ein rassistisches Arschloch ist, sondern der Kollege sagt, der Schrammel glaube ich was, sagt zu ihm, sie waren es ja nicht, und er so, ja, aber wahrscheinlich war es schon. Und wenn etwas sowas wahrscheinlich ist, dann gibt man eigentlich zu, ja, ich profiliere eine gewisse Gruppe an Leuten einfach nur deswegen, weil sie diese Leute sagen, weil ich die erste Folge nicht gesehen habe. Ja, das ist wahr. In Zukunft muss ich mit der Person, mit der ich den Podcast mache, alle Folgen davor sehen. Ja. Das heißt, am Schluss schaue ich 16 Folgen. Bin ich aber nicht mehr dabei. So, du musst dir 30 Stunden Zeit nehmen. Wir schauen uns alles an. Nein, das wird nicht passieren. Aber, ja, also der Sexismus, die Männer haben kein Taktgefühl, was auch immer. Okay. Oder? Ist dir das nicht aufgefallen? Du stellst schon wieder eine Suggestion. Assumptions. Ja. Und dann weiß ich gar nicht, wie ich reagieren soll. Also, jetzt kurz, das soll jetzt kein Interview sein. Ah, nein. Mehr eine Diskussion. Ja, ja. So. Ja. Nein, aber ich fand einfach zum Beispiel wieder, also der Cotton eben seine Frau zum Teil behandelt hat, mehr als schlecht. Ja, aber wobei es dann in anderen Momenten wieder nette Momente zwischen...
Wenn es halt zu heiß ist, dann muss er halt irgendwas sagen. Ja, aber. Dann Zeitung lesen mit den Schuhen auf dem Sofa, also nicht auf dem Ja. Sofa, das war so im Sitz. Ja, so ein Aber in den Klappsessel-Ding. Schuhen, wer sitzt in Schuhen zu Hause, außer Amerikaner? Ich weiß nicht, War das das eine vielleicht. Anspielung auf die spätere Szene? Kann das sein? Welche Szene meinst du? Das mit dem Sohn der Ja, Wirtshausdame. also dass da eine Amerikaner-Symbolik durch die ganze Folge Naja. durchgeht. Oder war das eher, Ah ja, der kommt Spoiler, dann. Spoiler, der Mörder war. Es gibt keinen Spoiler, die müssen sich die Folge mal anschauen. Ja, genau richtig. Kauft die DVDs, schaut es euch an und dann hört euch den Podcast an. Das klingt nach einer. Das klingt nach einer vernünftigen Idee. Ja. Ja. So. Ja, noch irgendwas. Also die Witze waren wesentlich besser als in der ersten Folge. Ja, mit dem heißen Kaffee Ist ist schon ein vorgekommen, Running irgendein Gag, Gag, ja. ja. Also, dass da ständig irgendwas immer zu heiß war. Ja. Und dann das mit den Orangen. Ja, die Mit den Orange. orangen Spalten. Also, das Bild ist, der Sohn von der Wirtin und die Wirtin selber sitzen am Tisch und spielen ein Kartenspiel und die Mutter. Stoppt dem jungen Orangen und sagt so auf die Art, Ja, aber wirklich, und friss zwar oder vor stirb. allem innerhalb von 2 Sekunden eine neue und dann noch eine neue. Ich glaube, das war so damals ihr, also Ja. Humor von denen irgendwie, von den Regisseuren oder so. Wollten es halt den Typen ärgern noch zusätzlich. Ja, also Nicht nur, das. dass er einen Behinderten gespielt hat. Behindert nicht. Sozial nicht angepasst, würde ich eher ihn nennen. Komm schon, er war ein so notorischer Spechtler und Ja, aber Masturbierer. das macht ihn nicht behindert. Das heißt, Naja, da war schon ein bisschen er war geistig geistig abwesend. auffallend. Auffallend. Auffallend, weil er hat 2 Leute umgebracht. Was, weißt du, das machen normale Menschen nicht. Sie Na, bringen nicht einfach Leute um. das fand ich ja ganz toll eigentlich. Die Ja. das Menschen umbringen und Die Mordszenen. wie die anderen Leute so ganz, wie die anderen Leute einfach so cool darauf reagiert haben. Ja. So, ja, die Freundin ist tot. Tot? Haben sie ein Alibi? So. Ja, das Alibi ist auch tot. Das Alibi, ihr Alibi ist tot. Okay. Können Sie es beweisen? Nicht, dass er sich irgendwie Was ist Sorgen macht, passiert? was ist passiert. Und Und der. ich sehe meine Verlobte nie wieder. Ja. Sondern. Oder der Jäger. Der Jäger, der dann sagt, nicht schon wieder eine. Ah ja, Weil er die. der Jäger, war das nicht der Obdachlose? Nein, nein, der Obdachlose hatte die erste ausgeraubt. Der hat sie auch entdeckt, aber der hat nichts weiter gesagt. Der Jäger hat was weiter gesagt. Ah, okay. Und der Jäger hat beide Leichen entdeckt und bei der zweiten, nein, nicht schon wieder eine. So nach dem Motto, oh, jetzt muss ich wieder zur Polizei, jetzt muss ich wieder das Ganze durcharbeiten. Er sollte ihm irgendwie langsam zwider werden. Na, aber zwei Leichen in einer Folge war ja, hast du ja gesagt, schon Ja, in der während wir uns ersten, angeschaut genau haben, richtig, in der gesagt, ersten war das genauso. dass Also, zwei Leichen. ich schätze mal einfach eine, um quasi festzustellen, okay, es ist was passiert, und die Nee. zweite, oh, wir müssen was machen. Nicht schlecht für 1977. Ja, guter Death Score. Das sind bis jetzt 4 Tote in 2 Folgen. Schauen wir mal, wie Ein ich werde das. bisschen Blut bei der zweiten Leiche gab es schon. Vor allem die Tode selber. Jedes Mal, wenn er ihn ab die Weil Person die Leichen waren abstellt. extrem still irgendwie. Irgendwie war Schreien nicht so angesagt beim Sterben. Ja, nein, absolut nicht. Er sticht sie ab und sie so. Oh, und legen sich mehr oder weniger schlafen. Ich glaube, die hatten die Aufnahmetechnik war nicht so gut. Die haben wahrscheinlich die Stimmen erst danach aufgenommen und schreien so Ja, genau. mit diesen billigen Mikros von ORF damals. Ich glaube, das war nicht so gut. Da dachten sie vielleicht, dass die Zuschauer die Ohren, Ja. Was? dass die Zuschauer das Trommelfell Platzt. platzt. Achso, okay, ja. Ja, nein, also die Tode waren interessant. Weil im ersten Teil
war der zweite Mord, der erste Mord war mit einem Schraubenschlüssel in ein Herz hinein. Okay. Und der zweite Mord war Telefon auf Kopf, Kopf auf Tischkante und tot. Okay. Viel dramatischer als in dem Teil. Kausalität dem und erstes Ursache und Kausalität. Ja. Keine Ahnung. Effekt und Ursache. Effekt und Ergebnis. Erstmal hingefallen. Ja. Ja, und die Anschnallenwitze. Ja, ja. Wo er den Henkel rausreißt. Sie zeigen wieder mal, wie in der ersten Folge auch, dass es wichtig ist, sich anzuschnallen. Genau. Ist ganz wichtig. Der Cotton. Damals war es noch ganz neu in den 70ern. Ja, Gurtpflicht hat es noch nicht so lange gegeben. Vor allem, ja. Oh nein, und der Cotton ist ein furchtbarer Mensch zeitweise. Er stiehlt Zeitung. Ja. Zwei die Schilling. Sonntagszeitung. Zwei Schilling für Krone die Krone. Zeitung. Ja. Um jetzt Werbung zu machen. Nur. Nein, wenn ihr. Ich zeige nur Bewunderung, dass die Kronenzeitung so lange überlebt hat. Ja, für zwei Schilling, hä? Warum nicht? Und am Sonntags verkaufen sie noch immer. Ja. Trotz Österreich und heute. Ja. Das zeigt einfach, dass. Noch das Format Kundschaft. Ist noch in. Ja, genau. Ja. Ja. Oh Gott. Ja, nein, er macht das, er küsst die Freundin, ja. Die Arbeitskollegin. Ja, das ist so total Captain Obvious mäßig. Vor allem. So, er tut nichts. Er tanzt neben seiner Frau. Zum Geburtstag. Ja. Ein bisschen schon was Intus gehabt. Dann seine 22-jährige Tochter behandelt das, als wäre sie 12. Ja. Und verbietet ihr, dass sie einen Liebhaber haben darf. Mhm. Oh ja, die Liebhaber haben auch großartige Spitznamen. Bundesheer und Bundesbahn. Ja, erst Bundesheer, Servus Bundesbahn. Großartig, weißt du, das sind noch Gangsternamen, weißt du. Aber im Prinzip haben wir drei Hauptverdächtige. Verdächtige und alle. Die es alle nicht waren. Alle nicht waren und alle in Uniformen irgendwie. Oder? Nee, bis auf der Obdachlose. Naja, der Obdachlose, ja. Der Obdachlose war nicht in Uniform. Aber der war ganz kurz. Ne? Ja, da haben sie eh sofort rausgefunden, dass es nicht ist. Der sich vor allem in einem Haus dort einfach einquartiert hat, weil er eh weiß, dass die nie auftauchen. Genau. Und vor allem das Lustige war ja, dass er die Leiche schon vorher gesehen hat und niemandem was gesagt hat, weil er sich das Geld einsackeln wollte. Ja, genau. Ja. Du, oh, und Speedwalking. Ja. Es gab Speedwalking, 77. Also. Ist das modern geworden, 90er? Ja, frühestens, die 2000er Jahre. Cotton ist der Urhipster. 10 Jahre her. Cotton ist der Hipster in dieser Serie. I did it before anybody else did it. Early Adapter. Ja, ja, von Speedwalking vor allem. Weil das Ding Schnee. Ist... Auf Schnee. Ja, auf Schnee. Ah. Ja. Na, aber Hippies waren schon damals nicht... Nicht sehr erwünscht. Das Zeichen. Das so. Im Wirtshaus von einem Rock... Ein Typ mit Gitarre und langen Haaren. Ja. E-Gitarre und lange Haare und sie so... Na, solche Fraster wollen wir hier nicht haben. Das zeigt schon, dass da wirklich Stammgäste in dem Lokal immer wieder vorbeikommen. Yeah. Und man merkt noch, dass das alte, das nostalgische, die Leute kennen sich. Yeah. Und ja, vor allem der lustig auffallen ist, halt, dass der Cotton auch dort immer wieder Alkohol trinkt und lässt sich ja auch nicht überreden, dass er kein Alkohol. Nein, also, nein, immer. Immer, ja. Ja, also. Schickt ihm gleich. Vor allem ein Schnaps. Die Wirtsfrau hat ja auch gleich was getrunken, oder? Mit ihm. Ja, ja, klar, zum Geburtstag muss man ja gemeinsam trinken. Ja. Ah ja, und dann der zweite Referenz dann auch noch um. Wir springen von einem Punkt zum anderen. Das macht aber, nichts. Yeah. Ist ja deine Show. Ja, danke, fick dich.
Habe ich jetzt nicht gesagt, das schneide ich noch raus. Das schneidest du nicht raus. Nein, natürlich schneide ich es nicht raus. Bin nicht wahnsinnig. Nein, nein. Und das dritte ist eben, also das dritte. Die eine Sache noch, wo der Cotton noch einmal die vierte Wand durchbricht, ist bei, mit meinen miesen Fällen komme ich nicht ins Fernsehen. Ja. Während dass ich... Kommuniziert er direkt mit dem Zuschauer. Ja, absolut. Großartig. Ja, und... Ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, er hat da ziemlich irgendetwas vom Monk, also Monk-mäßiges. Ich glaube, yeah. Es könnte sein, dass das Monk eigentlich von Cotton abgeschaut wurde. Das ist meine Vermutung. Du meinst seine Kombinierungsfähigkeit, genau. Und sein asoziales Verhalten? So, es, dass seine Tochter Besuch hatte, yeah. Am Freitag auf Nacht, von Freitag auf Samstag, wo er eigentlich... zum Wochenende mit ein paar Indizien. Mit ein paar Indizien, so zum Beispiel wie seine Schlappen sind. An einer anderen Stelle. An einer anderen Stelle, ja. Seine Bürste. Immer. Ja, jemand hat gesagt, vor allem er braucht keine Bürste. Er braucht keine für Bürste. Für seinen Schnurrbart? Oder? Ja, okay, eher noch. Sein Schnurrbart ist dichter als seine Kopfhaare. Und vor allem das Beste ist ja dann, wie seine Frau sagt, man sieht dir an, dass du 45 bist. Und er so, wieso? Na, dein Schädel wächst durch deine Haare durch. Großartiger Witz. Slam, Cotton, Slam. Der erste Witz, der auch der Frau gelungen ist. Absolut, ja. Ja, aber das Problem ist, weißt du, das ist immer nur das Skript, das man hier gibt. Ich wette, ja. Die Schauspielerin spielt besser als der Schauspieler, der den Cotton spielt, in meiner Meinung. Ich denke schon, aber damals... Was? Ja, das war ja nicht so. Was? Na, Cotton war ja die Hauptperson. Ja, aber hey, übrigens, die Schminke, ja. Also die Abwesenheit von Schminke, die Lippen von den Leuten waren alles so aufgebrochen und, ja. und zergerbtes Gesicht und Furchen überall. Ist großartig, schauen aus wie Menschen. Ja. Man hat dem Creepy Mörder angeschaut, dass ein Creepy Mörder ist. Nicht so wie in einer neuen Folge CSI, wo er urhübsch ist. Der Creepy Mörder hat ausgeschaut wie Oliver Pocher. Deutsche, eine österreichische Fassung von Oliver Pocher. Und hat der Schauspieler dann wahrscheinlich den Oliver Pocher auch gezeigt. Keine Ahnung, wann ist der Oliver Pocher geboren? Da gehen wir jetzt eh rüber auf das nächste Segment jetzt einfach. Und zwar die Leute... Also die Charaktere und dann eben die Schauspieler, die sie gespielt haben. Okay. Die Schauspielerinnen. Ja, und eben das, der Sackkartoffel, also ich meine, sorry, der österreichische Oliver Pocher. Nein, er schaut aus wie ein Sackkartoffel. Der Sohn eines Amerikaners war, der die Frau verlassen. Nein, 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 nein. Die Wirtshaus, die Frau. Er war ein Altnazi. Also ein... Sein Vater. Nein, nicht sein Vater. Der Partner von der... Der Ehemann. Der Ehemann. Ja. Der Ehemann von ihr. Und er hat sich dann abgeragelt, weil sie eben, während er weg war, mit dem Amerikaner was gehabt hat. Genau. Ja. Ziemlich krasse Geschichte. Ja. Wenn man sich denkt so. Ja. Es ist kein Problem, dass ich Leute umbringe, aber hey, meine Frau ist schwanger von einem anderen. Noch dazu von einem Amerikaner, der mein Feind war. Ja. Yeah. Damals. Ja, Nestbeschmutzer. Mhm. Ganz schlimm. Aber vor allem, der Sohn ist furchtbar. Der könnte auch vom Nazis-Vater gewesen sein. Ja, das kann schon sein. Aber man sieht eindeutig, dass da gezeigt wird, dass jeder Sohn braucht eine Vaterfigur. Ja. Weil, er schläft im Bett, er schläft im gleichen Bett wie seine Mutter. Was ziemlich inzestmäßig ausschaut. Ja, weil er sich vor allem mit seinem Kopf auf ihren Kopfpolster legt und sie sagt so, jeder in seinem Bett oder so. Ja, wie gesagt, notorischer Spechtler. Ja. Ja, Mörder. Ja. Das mit Mörder, das ist ja noch zu akzeptieren. Was? Das ist ja eine Kriminalgeschichte. Serie, Folge. Okay. Du meinst einfach, sie müssen einen Mörder haben? Sie müssen einen Mörder haben und okay. Das ist ausgerechnet auf den Creepy-Typen. Zufall? Zufall halt. Hey, du! Spechtelt und hey, du! Total unauffällig. Ja, der mit dem Gesicht. Heutzutage hat man Kameras, so Minikameras und so. Ja. Damals musste er noch ein Loch in die
war da in die Tür eigentlich? In die Tür hinter dem Nummernschild von der Tür hat er ein Loch reingebohrt, um in die einzelnen Räume reinzuschauen. Ist dir aufgefallen, dass es auf der Tür ein Kalender ja, war auf mit, der, mit, der, mit der Zahl, also mit 27, ja. 27. mit dem 27. Ja. Ja, das ist nur Dezember, Zufall. November. Nur Zufall, glaube ich. Zufall. Ja. Aber still. Good eye for detail, man. Das ist Applaus, Applaus. Ja. 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 Ja, und generell, ja, ich habe verstanden. Was denn? Ist was drinnen? Da ist eine Fliege. Ein Minkel. Hat sich suizidiert in deinem Wahn. Ja. Ja, wir haben hier technische Probleme, liebe Zuhörer. Der Patrick weiß nicht, wie er weiter Wein trinken soll. Ich kann ihm leider nicht helfen. Nein, aber du kannst. Also ja, gut, ja. Ja, ihr macht einfach. Passt schon. Ich glaube, die ist total angesoffen. Fliege. Oh Mann. Ja. So, nach diesem Moment der Stille, da kommt jetzt Werbung rein. Geh Patrick. Ja. Mein Gott. So. Ich trinke schon mit Fliege. Okay, du trinkst ein bisschen Eiweiß. Jetzt ist sie tot. Ganz sicher. Ja. Ich schenke mir auch nochmal an. So. Ja, wer hat denn dir am besten gefallen? Von den Charakteren? Ja. Wer war dein Fave? Also Bubis gab es diesmal nicht. Wie Bubis? Also Bubis! Ja, Bubis. Okay. Ja. Ziemlich herbe Enttäuschung. Ah, es gab Bubis. Männerbubis ja, in der Sauna. Kottern sieht man oben ohne, Schrammel sieht man ja, oben mit ohne. Mini-Nippeln. Ja. Ah, so sexy. Charaktere, die mir gefallen haben. Mein Favorite, also mein Lieblingscharakter ja. in der Folge. Ja. Definitiv der notorische Masturbierer, also der auch gleichzeitig der Mörder war. Okay. Weil. Einprägsam. Einfach oder nur what the fuck. Okay, ja. Okay. Ja, nein, für mich definitiv. Also leider, weil er so eine kurze Folge nur hatte. Leider, weil er nur. Es lebt noch! Ja. What the fuck? Total angesoffen. Okay. Liebe Zuhörer, die Fliege lebt noch. Also. Ja, man sieht schon, Rotwein ist. Steifel. Sehr, sehr gut für Fliegen. Kreislauf und so. Ja. Jedenfalls. Jesus. Mein Favorite, auch weil er nur kurz aufgetaucht ist, war der Rallye-Fahrende. Ah, der war auch toll. Fahrer. Der war großartig. Ja. Need for Speed Judge, man. Need for Speed Judge. EA, bitte machst das Spiel Need for Speed Judge. Ich möchte im Papamobil fahren. Vor allem, der fragt den Polizisten nach seiner Marke. Nicht, dass er davor schon fragt. Ja, ey. So genau. Lässt ihn, lässt ihn weg, einsteigen. Statt wegzufahren, einfach yeah. Lässt ihn einsteigen. Ja. Also, wenn du jetzt mit deinem Auto fährst, oder ja. Mit irgendeinem Auto und irgendein Typ rennt dir entgegen und meint, mach auf, machst du es. Also normalerweise, ich zumindest mache ich normalerweise nicht auf. Ja. Yeah. Ja, es ist, das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, oder? Das ist so. Ich glaube, das ist. Ich bin einmal, mich hat mal jemand mitgenommen, einfach so. Ja. Ich habe den 44er verpasst, ich bin nämlich hingerannt, das Auto fährt dahinter, macht die Tür auf und sagt, komm und steigen Sie ein, ich fahre Sie bis zur nächsten Station und dort können Sie dann in den 44er einsteigen. Nein. Ich habe es gemacht, war cool. So. Okay. Also, es scheint doch noch solche Momente zu geben, wo einfach dir ein Typ. Sein Auto ja. Anbietet und dich nicht vergewaltigt. Ja. Ja? Hätte er auch schief gehen können. Ja, genau. Weißt, der hat Chloroform schon vorbereitet. Seinen ganzen Tag fährt er nur in der Gegend umeinander und bietet Leuten an, dass sie einsteigen können. Heutzutage mit Uber. Ja. Uber gibt es noch nicht in Wien, oder? Doch. Ah, okay. Oh. Okay. Mittlerweile. Ja. Glaube ich. Also, das waren definitiv unsere Lieblingscharaktere. Am besten gespielt hat. Finde ich der Sackkartoffel.
Der Sackkartoffel hat Na, definitiv. der hat wirklich, weil Nee, aber super creepy. im echten Leben nicht so ist wie Wirklich im gruselig. Film, dann hat er wirklich einen richtig gruseligen Typen gespielt. Wenn er Ja. wirklich so ist, dann Ja. Hut ab, dass die den gefunden haben und auch keine Angst hatten, dass er sie mal Umbringt während dem während dem Set. Set so den Das ist ein Kameramann echtes Messer. Den Bau stechen. zwischen die Rippen. Ja, eben, also, nein, der Typ war wirklich, wirklich gut. Also, Mitten ins Herz. ja, absolut. Und In den Halsschlagader. Bam. Oh Mann, ja, also das war definitiv gut gemacht. Ja, und die Taschentuchszene, Ah ja. wo er energisch der Kottern hat einen Indiz gefunden, dass seine Tochter mit dem Militär, mit dem Mit der Bundeswehr Bundeswehr. schläft. Und als Indiz wirft er das sein Handtuch, sein Taschentuch auf den Tisch. Und das ist so überspielt. Das ist schon im Humorsektor drinnen, so crazy. Das hat Levels wie Und vor allem, vom Nicolas weil das so Cage. typisch ist, so was bringt es dir, dass du das beweist? Du beweist nur, Ja, dass dass deine deine Tochter ein sich. Sexleben hat. Ja, genau. Wie spannend. Ja. So, dann noch. Damals hatten die noch Pariser verkauft. Ist das rassistisch eigentlich, Pariser? sie Pariser zu nennen? Heißt das, dass Pariser in Silikon einpackte Würstel sind? Ich glaube, das ist mehr eine Anspielung auf die Sexualität der Feldpariser. Ach so, okay, ja. Ja, nein, ich sehe es. Aber nur die Männer in dem Fall, weil sonst wird die Pille dann heißen Madame François. Wäre eine geile Marke. Ja, bitte, So, nimm's. an alle Vor allem, pharmazeutischen Firmen jetzt. ja, bitte nimm's nicht das Madame Copyright. François. Ja, genau. Wir verklagen euch. Ja, wenn es ist hier das erste Mal gesprochen worden. Ein Jahr später. Ja. Ein Jahr später. Ja. Madame François. Wir verlieren gerade alle unsere französischen Zuhörer. Es gibt genau Als null. ob die zuhören würden. Vielleicht, hey, vielleicht, wenn wir furchtbar genug sind, steigen sie drauf ein und tun uns Hass hören. Hass hören? Naja, Was ist so. das? Naja, wenn du jemanden zuschaust, den du eigentlich überhaupt nicht leiden kannst, nur Okay. damit du noch mehr Hass dafür bekommst. So wie ich mir Michael Bay-Filme anschaue. Okay. Nee, ich kann sie nicht leiden, Verstehe. aber ich schaue sie trotzdem Ist an. verständlich auch. Ja? Totally. Ja, Ist also. so ungefähr wie Annoying Orange. Ja, Annoying Orange ist furchtbar. Aber man Ja. schaut sich's an. Ja. Und wenn man dann einmal schaut, schaut man gleich 20 Folgen an. Ja. Naja. Ja, dann noch. Ja. Ja, Ja. der Wein fängt schon an zu wirken. Ja, du bist auch Gerade sind ein zwei Gläser. Kampftrinker. Ja, definitiv. Ich finde zwei Fremdwörter, die. Ja, eigentlich ein Fremdwort und Ja. ein deutsch-deutsches Ja. Wort, das sie verwendet haben, Ja. Und zwar. ist mir aufgefallen und auch fand ich lustig. Voyeur und Spanner. Stimmt. Spechtler. Genau. Ja. Voyeur. Voyeur. Klingt so offiziell. Ja. Ohohoho. Ja. Und Spanner. Ja, Weil absolut. was schreibst du in einem Bericht? Also, hängt der Spechtler. Spechtler? Oh, das wäre großartig vor Gericht. Bitte. Führen's den Spechtler vor, bitte. Vor allem, weißt du, das Schlimme ist, Spechtler ist auch ein Nachname. Wenn einfach ein Typ mit Nachnamen Spechtler heißt und vor Gericht steht und doch. Führen Führen's Sie den den Spechtler Spechtler vor. vor? Okay. Ja. Das wär tödlich für den Typen. Keiner würde ihn ernst nehmen. Der Spechtler. So, ja, ich habe meinen Chef gesehen, wie er 5 Millionen Euro Aber unterschlägt. da sieht Wie man heißen Sie nochmal? auch Spechtler? Spechtler. Aber Ja. da sieht man ja noch, dass damals die das so Mob, wie heißt das, wenn du irgendjemanden verfolgst und so, nicht Mobbing, sondern na,
Stalking? Stalking, genau. Das war ja noch überhaupt kein Thema damals. Nein, absolut so, nicht. Weil die sagen ja zum Schluss so, na, wir wissen, dass sie junge Paare beobachten. Ja, und nein. Und vor allem sie, die eine verfolgt haben, die erste, die er umgebracht hat, hat er verfolgt. Der hat dann nachgestiegen, ja. Und keiner, vor allem die Leute, die es gewusst haben, waren so, egal, ist unwichtig. Was könnte schlimmstens passieren, wenn jemand, der nichts mit der anderen Person zu tun hat, ihr sie verfolgt und ihr nachsteigt und sie beobachtet? Überhaupt kein Ding, so jemanden zu verfolgen. Vor allem ein Mann, eine Frau. Jesus. Ja, überhaupt kein Problem. So. Wir haben keine Beweise, er spechtelt nur. Das war irgendwie das Argument, die können ihn nicht festnehmen, weil er nur spechtelt. Yeah. Heutzutage würden die ihn verhaften und helfen in den irgendwas in der Richtung. Pudern. Oh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Gleich so dezente Knastliebe. Oh, so lieb. Nein, okay. Ja, ein bisschen süß war ja schon, oder? Ja, so süß. Von hinten. Du weißt, ich zerstöre gerade dein Podcast. Nein, überhaupt nicht. Der ist schon zerstört, seitdem wir ihn angefangen haben. Keine Sorge. Das passt schon so. Ja. Nein, aber... was? Ja, okay, du kriegst schon deinen Wein. Jesus fucking Christ, ich bin... Bist du überfordert als Gastgeber? Zweite Folge und gleich mit Trinken. Nee, es passt zum Thema. Ja. Wir trinken nicht so viel wie die... Zumindest mal Alkoholiker als Zielgruppe. Ja, absolut, genau. Ja, liebe Alkoholiker, hört euch das an, während ihr euch wieder sauft. Dann ist es gleich viel lustig. Völlig okay, Alkohol zu trinken. Ja, du bist es dir wert, dass du 50 Cent Bier kaufst. Ja, dass du 1 Euro Wein kaufst. Oh, Kartonwein. Kartonwein. Oh, so lecker. Im Abverkauf, weißt du, noch besser. Sauren, weißen Kartonwein. Das hat so eine feine Note. Darauf gibt es keinen Rabatt beim Billa. Weil es ja ein clever Produkt ist. Ist es? Gibt es clever Wein? Bin mir nicht sicher. Weil das wär genau das Falsche, weil es ist eben nicht clever Wein. Oh, du wirst nicht smarter, nur weil du den Wein saufst. Vielleicht doch. Okay. Red Bull wurde ja auch verklagt, dass du nicht fliegen kannst. Oh Mann, ja, aber das ist... Okay, komm schon. USA halt. Ja. Eine aber Amerikanerin verklagt... Ja, back to the topic. Ja. Back to the topic. Wir sind auch schon wieder... Wow, schon wieder fast bei Minute 40. Okay. Wie lange dauert die Sendung offiziell? 40 war jetzt bis jetzt mit dem Thomas und das hat sich eigentlich ganz gut eingependelt, weil wir haben noch 3 Punkte, wir haben noch der Fall selber, über den Fall wollten wir noch reden, weil Patrick ist überrascht, dass es noch einen Fall in dieser Folge gibt und dass es Cottoning ist. Richtig. Weißt du, es heißt ja The Recottoning. The Getting Drunk with Paul and Patrick Show. Ja, es gab einen Fall. Also ich fand generell von es war eigentlich so ein Kleinstadtmord im Endeffekt. Okay. Ja, stimmt. Es war nicht so irgendwie, dass irgendwie eine große Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas dahinter war. Nichts irgendwie, was großartig auf irgendwas anderes lenkt oder irgendwelche politischen oder sonst irgendwelche Messages hat. Mhm. Sondern einfach nur, oh ja, da war ein creepy Typ und er hat 2 Frauen umgebracht. Nein. Fertig. Das war's. Das war der ganze Fall. Es gab nichts dahinter. Halt irgendwie. Lustig, dass alles in der Pampa stattgefunden hat. Ja, es waren alles im Umkreis von 2-3 Kilometer. Und Wiener Polizisten haben sich damit beschäftigt. Ja, es ist in Niederösterreich vor allem. Das ist weil es im Ferienhaus. Freerider-mäßig. Ferienhaus breaking all the rules. Ja, in der Nähe vom Tunnel. Okay. Ja. Naja. Also ich fand einfach den Fall einfach recht simpel gestrickt. Aber angenehm. Weil es hat einfach die ganze Story getragen, mehr oder weniger. Ja. Man hat alles, was passiert noch ist passiert, weil kurz, unter anderem. Kurz das Kommentar zur Methodik der Polizisten. Ja. Bei der ersten, die Polizisten sind. Wow! Also, ich weiß nicht, ob sich Polizisten immer noch so verhalten, aber sie. Oder überhaupt jemals so verhalten haben, wahrscheinlich schon. Aber bei der ersten Leiche, ja. Ja, so stehen sie einfach daneben. Ich glaube, da waren es noch Restfetten von der Geburtstagsfeier. Ja, so, nein, da ist halt jemand tot. Dann bumpern sie gegen die Türen,
drohen mit eintreten, ja, haben keinen Durchsuchungsbefehl, nichts vom Magistrat. Total Freerider. Ja, so. Dann, sie brechen mehr oder weniger in ein Klo ein. Ja. Weil sie bei der Türklinke ziehen, ja, anstatt zu drücken. Naja, Jesus. Also diese Kottern hat ja alles raus und macht was? Die Tür dann auf. Ja, ja. Ganz normal. Oh Gott, ja. Nein, also die Polizisten verhalten sich wieder borderline unfähig. Ja. Bis, also um, so zwischen, sie sind eine Mischung aus unfähig und polizeiliche Gewalt. Ja. Sie nehmen Leute einfach fest, ohne dass sie einen Haftbefehl haben. Sie treten Türen. Schleudern die Leute gegen... Eigentlich was? Na, die machen Moshpit ein bisschen mit denen. Achso, ja, weil sie sich um einen Abzahn. Ja. Nein. Also, absolut. Sie sind definitiv... Weil die Opfer guten, sind meistens... Die Cops. Die Zeugen sind meistens in der Mitte und von überall werden sie geschoben. Ja, genau. Ja, nein, es Kollegen, ist einfach nur großartig. Fucking crazy. Ja, also die Polizeigewalt war durchdrungen. Vielleicht ist das ja auch Kritik. Kritik? Ja. Ja, in dem Fall, dass man es darstellt, ist es eben die Kritik an Polizeigewalt. Okay. Wie auch die Folge eben im Kontext definitiv ein den Fremdenhass der Österreicher noch gut darstellt. Und die Folge zeigt auch, was für Monster Menschen im generell und in dem speziellen Fall Männer sind. Ja, stimmt. Aber da haben sie wahrscheinlich ein bisschen die Kurskorrektur gemacht mit den Jugos. Ja, und es ist auch gut so. Haben die Kurskorrektur, weil wahrscheinlich nach der ersten Folge waren, haben sich... Ich hoffe, es haben sich Leute beschwert. Aufgeregt. Ich hoffe es. Und ich habe es nicht nachgeschaut. Ich bin absolut unvorbereitet, solche Sachen. Ja. Background, das wäre großartig, dass man irgendjemanden, der noch lebt von der Kottern-Serie, dass wir den mal auf die Show so bekommen. So weit ist es nicht in der Vergangenheit. Es sind fast von der ersten Folge 76, das sind jetzt 38 Jahre. 38 Jahre? Ja. Damn. Ja, jemand, der damals 35 war ist jetzt 80. Ich bin bald 30, verdammt. Ja, Jesus. Ja. Wir sind jünger als Gotton. Das ist okay. Wenigstens etwas. High five. So. ja, also das war der Fall. Und die Polizisten und alles. Fazit? Sollen wir es anschauen? Fazit, ja. Ja, von dir? Zur Folge? Ich denke, für die Zeit, ja, wo es noch keine Hollywood-Action-Streifen und so weiter gab. 77 gab es Hollywood-Streifen in Österreich. War es doch sehr unterhaltsam und gleichzeitig auch lehrhaft. Patrick verwendet warum? Große Worte. Warum? Ja, verwendet weiter große Worte, jetzt, bitte. Jetzt die Erklärung dazu, warum es lehrhaft war. Ja. Man soll sich... Als Frau nicht sehr. Nein. Wow. Ja, nein. Das war vielleicht die Lehre damals. Damals, ja. Ja, aber heutzutage. Nein, die Lehre war eigentlich haben die gezeigt. Bitte töte Leute nicht. Wohin es gehen wird. Weil die haben gesagt, okay, Hippies nein. Ja. Aber in Wirklichkeit haben die eigentlich schon betont, dass die Freizügigkeit und so weiter immer mehr gelebt wird von den jungen Leuten, so mit der Tochter und so. Da haben sie halt irgendwie so ein bisschen wegweisend so mit der Folge und super. Ja, aber das wahrscheinlich war nur in den Augen von denen, die eh schon eine Prädisposition zu dieser Meinung hatten, oder? Ja. Nicht einfach Herr Gruber und Herr Müller, die sich die Folge angeschaut haben und die gesehen haben einfach, oh nein, meine Tochter hat Sex mit irgendwelchen Leuten. Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, das kommt immer auf ein Eye of the Beholder in dem Fall. Okay. Wer sich es halt anschaut. Ist das nicht immer so? Das ist wahr. Ja, es kommt immer auf den drauf an, der es anschaut. Ja, das ist wahr. Ist nicht immer so? Aber dann ist das eben in dem Fall nur unsere Wahrheit. Ja. Getting deep here. Getting deep. Wow. Ja, aber soll man sich die Folge anschauen? Also würdest du es jemandem anderen, fragen wir es so, würdest du jetzt jemanden anderen, der Kottern noch nie gesehen hat, empfehlen, diese Folge zu sehen? Schwierig zu sagen.
Okay. Kommt drauf an. Weil ich würde für die Witze alleine, würde ich es mir nochmal anschauen. Ich würde es empfehlen Leuten, die unbedingt mal ein bisschen gesellschaftliche Parallelen ziehen möchten und auch ziehen wollen, wo waren wir vor 40 Jahren, also fast 40 Jahren, und wo sind wir jetzt. Ja. Und solchen Leuten würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ja, ja, aber man reflektiert immer von der Vergangenheit auf die Gegenwart. Also. Leute, die auf schnelle irgendwie Serien gewohnt sind und auch auf schnelle Serien. Ja, nein, das für ist es gar nichts, weil das ja die Folge ist wieder 90 Minuten lang, 97 Minuten lang. Vollzeitfilm, ja. Ohne Musik. Doch, wieder von Georg Danzer. Bisschen Georg Danzer, ja. Wieder, wie in der ersten Folge. Und ein Folge. Bisschen Product Placement gab es schon damals. Ja, Coca-Cola. Coca-Cola, ja, zweimal. Ja, vor allem, weil in der ersten Folge ist Pepsi aufgetaucht. Echt? Ja, aber nur ein Schild, nicht das Produkt selber. Also schon damals gab es... Gefightet, noch immer. Ja, vor allem, weißt du, was das Product Placement, das die so, wir geben euch die Maschine. Das ist die, so kriegt sie euer Geld rein. Ihr kriegt die Maschine von uns geschenkt. Kein Geld, sondern einfach nur die Maschine. Ja, aber mit einem Cola drinnen. Ganz praktisch für die unterbezahlten Praktikanten, fürs Film drehen und so. Ja. Also die haben gratis Cola gehabt. Super. Das Cola damals war ja das Café von... Also heutzutage... Also du meinst einfach vom Luxusartikelstatus her? Nein, eigentlich meinte ich so, was machen Studenten, die irgendwie Filme drehen und so, trinken halt Coca-Cola, meinst du? Ziemlich viel Kaffee und also, so. Ah, okay, so meinst du es. Okay, ja. Aber wobei, ja. Kaffee gab es ja auch damals. Also, Film anschauen, wenn man den Film von der Länge her definitiv aushält. Ja. Alle anderen können es in 30 Minuten Blöcke zusammenschneiden. Ihr könnt euch auch die Podcasts anschauen, die sind ja, genau, teilweise unterhaltsamer. Ja, einfach den Podcast, genau. Einfach den Podcast anschauen. Die erste Folge vor allem. Ja. Danke, Patrick. Was? Du meinst die zweite Folge. Deine, du willst doch Werbung für dich selber machen. Ja. Fick den Thomas. Er kommt eh wieder zurück. Also von daher... Kommt er zu einer neuen Folge? Ja, ja, aber ich möchte... Mein, ja, möchtest du auch mal? Das wäre aber... Ich hätte dich gern nochmal hier. Ja. Vielleicht bei einer anderen Serie dann? Ja. In der nächsten Staffel. Dings, Kaisermühlenblues. Als nächstes machen wir Kaisermühlen. Ganz heavy stuff. Ja. Aber Kaisermühlenblues ist ja noch von 90er. So. Ja, nein, ich würde eher immer 24-12 gehen. Aber okay. Das ist alles in den Sternen. Wir sind jetzt eh schon, wir sind schon bei Minute 47. Noch ein paar das Sachen. Das ist ja toll mit dir. Ja, danke. Danke. Mit dir auch. Noch ein paar Sachen, über die dir aufgefallen sind. Die Sachen, die mir aufgefallen sind. Oh, Happy Birthday. Sie haben Happy Birthday gesungen. Ja, hast du ja gesagt, dass, ja, dass das eigentlich copyrighted ist. Copyrighted. Ja. Pension war ja auch ein wichtiges Thema. Oh Mann, ja, wieder. Es wird, keine Ahnung, 7 Mal oder so wird angeschnitten, dass man ein Jahr wieder... Halt die Parallelen funktionieren, dass heutzutage Pension noch immer ein Riesenthema ist. Ja, es ist immer noch das wird Gleiche. Es immer ein Thema sein. Ja. Und in Wirklichkeit musst du dir vorstellen, Pension. Was, und vor allem Gespräche über Frühpension und solche Sachen. Was überhaupt Pension bedeutet. Was bedeutet das? Eigentlich bedeutet das, du hackelst dein Leben lang mehr, damit du am Schluss... Und damit du am Schluss, wenn du eh schon brüchige Knochen hast, irgendwelche Urlaube in fernen Ländern machst, ja, wo du nichts machen kannst, weil du weil so ein Kreuzstich... Wakeboarding mit 70? Ja. Du kriegst ein paar werden es überleben. Hey, das wäre aber auch eine gute Möglichkeit, um das Altersproblem zu lösen. Wir schicken einfach alle unsere Senioren auf Extreme-Sportarten. Ja. Bungee-Jumping, Paragliden, Fallschirmspringen ohne Fallschirm. Weißt du, wie die bei Versicherung das nennen? Was? Wenn jemand irrsinnig lang lebt? Ja. Das Überlebensrisiko. Wirklich? Das Überlebensrisiko. Ah, okay, weil er einfach mal nicht gedacht hat, dass er so lang lebt. Na, weil es halt, für die ist es halt so, okay, wir haben relativ niedrige Beiträge und dann haben wir so einen Break-Even-Point und dann immer, je früher der stirbt. Aber dafür ist Versicherung ja da, um solche Ungleichheiten zu bereinigen.
Naja, Versicherung ist ja überhaupt meiner Meinung nach der, also jetzt unabhängig von jeglichen Fällen, wo es halt wirklich notwendig ist, aber der größte legale Betrug, den es überhaupt gibt. Ja, es funktioniert gut. Ja. Vor allem Versicherungsbeiträge, die eingezahlt werden. Und ja. Aber das ist ja, wir schweifen vom Thema. Na, ab. Ja genau, wir sind jetzt schon in der Extra-Sektion. Ja. Ist ja nicht ist bestimmt, wie lang die Folge sein muss. Nein, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sich jemand 1,5 Stunden lang Podcast anhört. Das ist die Frage. Hast du Minderheitsgefühl? Also Minderheitsgefühl? Ja, ich habe Gefühle gegenüber Minderheiten. Die meisten Gefühle. Welche Gefühle? Oder alle hast du? Also Minderwertigkeitskomplexe. Minderwertig, ja. Mein Podcast ist... Ja, warte, meinst du, Wein. Warte, mein Podcast ist nicht lang genug. Meinst du das? Okay. Du meinst also, die Leute werden sich nicht 1,5 Stunden lang anhören, wie zwei Freunde... Sich betrinken und über Kottern reden? Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht... Ich glaube, die ganz Hardcore-Fans... Ja, dann wenn sie zurückgehen und so, hey, schau, wie der Typ das noch in Episode 1 gemacht hat. Das ist ja Work in Progress, oder? Ja, absolut, absolut. Die 10. Folge wird nicht die erste sein. Wir sind ja auch in einem 3-Millionen-Euro-Studio. Hm. Patrick trinkt 50.000 Euro Wein aus einem 300-Euro-Shirt. Ja, er trinkt aus einem Shirt, weil er... Der Patrick möchte es gern durch Hugo Boss gefilterten Wein trinken. Wein ist übrigens großartig. Also Wein ist großartig. Wow, das ist ein. Schau, du könntest Politiker werden. Red Dragon. Also der Wein. Der Wein, spezifisch. Ich meine spezifisch nicht, der Wein. Nicht mein, Wein allgemein. So, es gibt doch schlechte Weine. So, nein. Tempranillo von D'Espagna. Du bist auch ein Tempranillo. D'Espagna. Ein spanischer Wein. Ja. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ja, nicht zu, ja bitte. Nicht zu bitter. Ja, bitte. Auch nicht zu. Bitte, Red Dragon, macht ein Product Placement bei uns in der Sendung. Das wäre großartig. Ja. Wenn er noch Geld dafür bekommt. Ja, das wäre nicht schlecht. Okay. Ja. Ich glaube kaum, dass sich ein Spanier deinen deutschsprachigen Podcast anhört. Sicher, zum Deutsch lernen. Aus Österreich. Weil wir ja so tolle Satzstruktur. Und reines Hochdeutsch reden. Weil er unbedingt österreichisches Deutsch. Ja, genau. Ja, das ist sehr spezifisch. Ja, jedenfalls, vor allem, weißt du, wir können den Podcast nicht länger laufen lassen als die Sendung selber. Ich habe Zeit. 50% der Folge ist eh nur, wie wir also zwei lachen. Ich wette schon, dass das die Hälfte schon abgeschaltet ist. So, fuck this shit. Ja. Ich habe Besseres zu tun. Das kann ich verstehen. Ja. Naja, sie könnten es laufen lassen, während sie einschlafen. Ja, das ist ja sicher eine gute Einschlafmöglichkeit. Ja, Placebo-Effekt. Ja, ja, bitte, lasst es in eurem Auto laufen, während ihr im Auto fährt, über dem Autobahn in der Nacht. Weil das erzeugt sicher keine Unfälle. Ja. Geisterfahrer und. Ein Schiffchen, zwei Schiffchen, drei Schiffchen, vier Schiffchen, fünf Schiffchen, sechs Schiffchen, sieben Schiffchen, acht Schiffchen, neun Schiffchen, zehn Schiffchen. Mein Name ist Paul, das ist der Recottoning. Wir haben heute die 2. Folge behandelt von Cotton ermittelt. Ich danke nochmal meinem Gast, dem Patrick. Kein Problem, keine Ursache. Hat Spaß gemacht, hoffentlich haben wir dich mal wieder gerne, zurück. Gerne wieder, auf jeden Und Fall. Und ich werde mal bei dir auftauchen. Ja, in meiner Sendung, ja. Die, wo ich noch den Namen noch nicht wirklich... Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden umgebracht. Eruiert ab. Ja. Aber ja. Nutzt euch gerne meinen Podcast, Videocast. Ich werde einen Link draufstellen. Genau. Ja.
wenn es soweit ist. Genau. Im Dezember ich 2014. Euch, ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ja, schlaft gut auf der Autobahn.